Hallo und herzlich willkommen im Faszien-Channel. Heute wollen wir mal über das Thema Sprunggelenk reden, genauer gesagt über die Schmerzen im Sprunggelenk. Dazu werden wir jetzt erstmal erklären, was ist das überhaupt, das Sprunggelenk, wie ist das aufgebaut, warum ist das prädestiniert, Ärger zu machen, was macht der Therapeut dagegen und was kannst du tun? All das heute im Faszien-Channel. Auf geht's! Wie ist das Sprunggelenk eigentlich aufgebaut? Zunächst muss man mal wissen, das Sprunggelenk verbindet ja eigentlich den flachen Fuß, wobei genau genommen ist er keilförmig, mit letztendlich dem Bein, was von oben kommt. Und ich brauche, glaube ich, mal ein Bein, um das zu erklären. Easy, haben wir mal ein Bein da? Ah ja, sehr gut. Also, wir haben hier letztendlich dann Schienen- und Wadenbein und hier recht keilförmig den Fuß. Und die Verbindung ist dann letztendlich definitionsgemäß, gibt es zwei Sprunggelenke, nämlich das obere und das untere. Denn dazwischen ist so ein, ja im Prinzip ein Knochenpuffer, wenn man es so will, wobei er nicht wirklich puffert, das sogenannte Sprungbein, wo letztendlich Schienen- und Wadenbein draufgehen. Und da wieder drunter sitzt dann letztendlich das Fersenbein vom Fuß selber. Und das ist im Prinzip diese Zwischenplatte, die diese runden Oberteile, nämlich von den Knöcheln, die enden im Prinzip von Schienen- und Wadenbein, mit dem eigentlichen Fuß verbindet. Da sitzt das sozusagen drauf. Wenn man es so will, muss man sich das vorstellen wie so ein Adapter, ja, der die Bewegung von der Rollbewegung in diese Abrollbewegung des Fußes übersetzt. Das ist letztendlich das Sprunggelenk. Wenn wir jetzt hier in diesem Bereich Schmerzen haben, wir reden jetzt mal nicht vom akuten Bänderriss oder so. Kurzer Ausflug, Bänderriss ist immer dann, wenn du einmal den Fuß hochhebst, genau, lass ihn mal locker, dann ist der Fuß eigentlich in so einer leichten So-Stellung. Man spricht von einer Supinationsstellung. Das heißt, der Fuß an sich ist immer erstmal prädestiniert, eher so rum umzuknicken, als so rum abzuknicken. Tatsächlich ist es auch, genaue Zahlen weiß ich nicht, aber um Vielfaches häufiger, dass hier außen das sogenannte Supinationstrauma ist beim Bänderriss, sprich, wenn man auf einem ungleichen Untergrund tritt, dass dann letztendlich der Fuß so umknickt und hier dann letztendlich die Bänder überdehnen bzw. sogar reißen können. Seltener die Innenseite. Warum? Einfach die Stellung des Fußes. Wenn wir eine Überlastung haben, darüber wollen wir heute reden, Schmerz im Sprunggelenk, heißt es immer eine Überlastungssituation. Und da ist es letztendlich ganz, ganz wichtig, sich in der Statik, und das macht letztendlich ein Faszientherapeut auch, oder auch die Physios machen das ja ganz häufig, in der Statik mal genau anzugucken, wie steht der Fuß. Weil wenn der Fuß nicht richtig steht, sprich, wenn ein Gelenk nicht mehr so arbeitet, sondern so, dann kommt es zur Überlastung, weil es eine punktuelle Belastung ist. Und dann gibt es Probleme. Und wir werden heute mal zeigen, was macht der Therapeut dagegen und was kannst du zu Hause tun, um letztendlich die Schmerzen im Sprunggelenk, was immer ein Zeichen dafür ist für eine Überlastung, da dem beizukommen. Auf geht's, lass uns das mal loslegen. Gefällt dir das Video bisher? Dann klick gerne mal hier unten auf Abonnieren und auf die kleine Klingel, weil dann erhältst du eine Nachricht, immer dann, wenn das neueste Video jeden Sonntag online ist und du bist einer der Ersten, der das dann sehen kann. Lass uns weitermachen. Also grundsätzlich muss man immer festhalten, das Sprunggelenk ist selten Täter, meist Opfer. Ja? Und wenn man so zwei Typen ganz allgemein unterscheidet, gibt es also von Leuten, die Probleme haben im Sprunggelenk, gibt es zum einen die Menschen, die eben übermäßig supinieren. Das war auch das, was wir gerade erzählt haben, mit dem Bänderriss, der dann entstehen kann. Es gibt aber auch die anderen, die letztendlich so eine Stellung haben, wo letztendlich ja mehr oder weniger der Knöchel hier auf der Felge läuft. Also im Prinzip wie beim Autofahren, wenn der Reifen weg ist. Ja? Wenn du dir nicht sicher bist und Probleme hast, schau dir einfach mal deine Schuhe an. Die Leute, die überwiegend supinieren, haben hier an der Außenseite des Fußes mehr Abrieb der Sohle und die anderen logischerweise auf der Innenseite. Also wenn deine Schuhe ungleichmäßig abgelaufen sind, dann eben entsprechend daran arbeiten. So, wichtig ist für die Einübung, das zeigen wir dir aber gleich, das Ganze zu kräftigen, zu stabilisieren, aber auch eben zu lösen und das zeige ich jetzt einmal in der Behandlung. Bei Easy haben wir jetzt eher das Problem, nicht riesig ausgeprägt, aber grundsätzlich eher ein bisschen der Supination als andersrum. Das sieht man. Dementsprechend haben wir auf dieser Innenseite eine Verkürzung. Und jetzt gehe ich einfach oberhalb des Knöchels, des innenliegenden Knöchels, weil dort haben wir ja die Verkürzung, mit einer Release-Technik rein, gehe in die Tiefe und merke, hier schon komme ich nicht weiter. Und Easy, gib mein Feedback. Ist das schon unangenehm? Ja. Durchaus.
Ja, also ist definitiv da ein Problem, also eine Verkürzung, eine Verklebung. Das heißt, der Therapeut würde jetzt, oder ich gehe entsprechend bei und löse diese Innenseite, die Verklebung. Gleichzeitig gibt es aber als Hausaufgabe dann eben entsprechend die Selbsthilfeübung, die wir dir gleich zeigen. Wenn man es genau nimmt, bin ich eigentlich jetzt hier vom Knöchel hoch auf der Rückseite des Schienenbeins entlang, weil dieser Bereich hier in unserem Beispiel eben verklebt war. Wie gesagt, das Ganze immer ganz wichtig in Kombination mit Kräftigungsübungen und die zeigen wir dir jetzt. Wenn du Probleme im Sprunggelenk hast und du fragst jemanden, sagst, hey, ich habe Probleme im Sprunggelenk, mein Fuß tut immer so weh, vielleicht auch gerade beim Laufen, dann werden viele dir sagen, kauf dir vernünftige Laufschuhe. Und das ist soweit auch erstmal richtig, denn wenn du zu einer Übersupination oder auch Pronation neigst, dann gibt es spezielle Laufschuhe, die das unterbinden, sprich da einen Keil drunter haben. Das ist auch soweit richtig. Nur die Kehrseite der Medaille ist, es wird letztendlich grundsätzlich die Funktion, die sonst normalerweise ein gesunder Fuß selber macht, vom Schuh übernommen. Das heißt, das Problem wird auf lange Sicht eher schlimmer werden und cleverer ist es da anzusetzen und versuchen, eine Stärkung herbeizuführen. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du ein Theraband nimmst. Bitte schön. Legst dir das breit, basig sozusagen hier drauf. Gibst ordentlich Zugspannung drauf. Die gibt es ja in verschiedener Stärke. Ich würde für diese Übung durchaus schon ein kräftigeres empfehlen. Wenn du ein schwaches hast, einfach doppelt wickeln. Und dann fängst du jetzt einfach an, ja im Prinzip wie ins Pedal rein zu pumpen. Genau, da merkst du auch, in deinem Beispiel versucht der Fuß sehr nach innen sozusagen abzuhauen. Ne? Das versuch mal bitte möglichst gerade zu kompensieren, auszugleichen. Sehr gut, der ist schwierig, ne? Denkt man immer, das ist ganz einfach, die Übung, aber so einfach ist sie dann doch nicht. Also achte darauf, dass der Fuß gerade in der Linie bleibt, weil sonst trainierst du nur wieder in Schiefe rein, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gerade die Schwächen sozusagen ausgleichen, sprich die schwächere Seite mehr trainieren als die stärkere Seite. Und, wird schon anstrengend? Mhm. Okay, ja, wie viel Mal hast du jetzt ungefähr gemacht? 20 Mal? Ja. Sowas, ne? Also du wirst selber merken, wann es anstrengend wird. Und es soll ja auch ein bisschen anstrengend werden. Wir wollen die Muskeln ja fördern. Also auch fordern in dem Beispiel, dass er stärker wird. Ne? Und das ist schon das Ziel des Ganzen. Okay, gut. Eine wichtige Sache, und das ist Übung Nummer 2, die wir dir gleich zeigen werden. Und dazu gehen wir einmal auf die Matte, die zeigen wir dir jetzt. Übung Nummer 2, neben der Kräftigung ist natürlich auch ein entspanntes Fußgewölbe ganz, ganz wichtig, damit du locker und leicht arbeiten kannst. Dazu nimmst du dir einen Tennisball und du möchtest jetzt im Prinzip die Plantarfaszie, also den Bereich des Fußgewölbes, bearbeiten. Dazu gehst du erstmal mit den Ballen auf den Ball und du gehst jetzt kurz hinter den Ballen, nämlich dort, wo die weiche Faszie ist. Und verlagerst jetzt dein Gewicht vorne auf den Ball, sodass der Ball sich zusammendrückt und schiebst langsam deinen Fuß vorwärts. Und wirst merken, dass das schon ganz schön gemein ist. Und wenn es wehtun sollte, dann darfst du dort gerne pausieren und warten, bis der Schmerz nachlässt. Und wenn das der Fall ist, dann gehst du ganz langsam Stück für Stück wieder ein Stück weiter zur nächsten Übung. Zum nächsten Stück und schiebst dann wieder weiter vor. Ganz langsam in dem Tempo, was für dich okay ist. Solange bis du an der Ferse angekommen bist und die Ferse dich letztendlich aus der Tiefe rausschmeißt. Wenn das der Fall ist, nimmst du den Druck vom Ball wieder runter und die Übung ist beendet. Die Zusammenfassung. Wenn es Schmerzen im Sprunggelenk gibt, ist es meist das Sprunggelenk das Opfer, nicht der Täter. Und da gibt es zu unterscheiden, ob das der Fuß eben ungleich steht, sprich haben wir eine Supination oder eine Pronation.
Dem kann man natürlich entweder mit Einlagen oder Schuhen abhelfen. Cleverer wäre es aber zu versuchen, den Fuß wieder zu ermächtigen, dass er in der Lage ist, wieder gerade zu gehen, sprich Kräftigungsübungen zu machen. Sich hoch zu pushen oder wie wir gezeigt haben, mit dem Theraband dort gegenzuarbeiten. All das wären Möglichkeiten, den zu stabilisieren. Was auch Sinn macht, ist, das kennst du, wenn du das letzte Mal irgendwo am Strand warst und am Wasser spazieren gegangen bist, wie anstrengend das ist. Also wirklich versuchen, auf natürlichem Untergrund, auf weichem Untergrund zu laufen. All das trainiert die Fußmuskulatur. Und im Physiobereich werden zum Beispiel auch weiche Untergründe simuliert, dass dann eine Kiste mit Sand gemacht wird und derjenige da steigen muss. All das wären Möglichkeiten, um die Fußmuskulatur wieder aufzubauen. Denn wenn du es nachhaltig hinbekommen möchtest, ist es cleverer, das zu trainieren, als nur über ein Schuhwerk auszulosen. Wenn du gerade am Laufen bist, macht es natürlich Sinn, erst einmal solche Laufschuhe zu nehmen, die das machen. Auf lange Sicht, wie gesagt, versuchen, so gut es geht, natürlichen Zustand wiederherzustellen. Das war's zum Thema Sprunggelenk von dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche im Fasten-Channel und freuen uns auf dich. Ciao! Hat dir das Video gefallen? Dann lass gerne mal ein Like da. Und wenn du Fragen hast, dann freuen wir uns über Kommentare.